belästigen wir dich oder geht's? Nein, ihr belästigt mich nicht, ich will bloß nicht recht reden, weil ich bin ziemlich fertig. Okay, wieso denn das? Wieso denn das? Weil ich praktisch seit das Ellingen war, ununterbrochen Leute da gehabt habe. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich eine Woche komplett ausschalten. Soll man abpassen? Ja, wenn da was gibt's bei euch, was Neues? Eine Unklarheit, bitte. Ich finde nämlich das Gespräch nicht, wo du es ganz deutlich erklärst, mit dem, wenn man schaut, ist zuerst, also nach meiner Auffassung, ist zuerst das Bild und dann kommt das Wort. Und wenn ich aber die Augen zumache und denke mir ist die Geist... Ist das das Wort? Erster Fehler, Helene, zuerst. Ja, also ja, natürlich. Hierarchisch, pass auf, das zuerst, ich könnte jetzt sagen, zuerst lächelst du und dann lächelt das Spiegelbild. Ja, natürlich. Okay, es ist aber gleichzeitig. Ja, das heißt, wenn du im feinstofflichen Bereich bist in den Bildern, wirst du feststellen, du kannst keine Bilder aufbauen, wenn du nicht sprichst, das fällt dir gar nicht auf. Genau. Das heißt, es geht immer einher. Das ist eigentlich, das ist so in Vergessenheit geraten, dass du, wenn du jetzt kochst zum Beispiel, du sagst jetzt nicht mehr bewusst, ich brauche Mehl. Und dann taucht das Mehl in dir auf. Dann brauche ich ja Salz. Dann taucht das Salz in mir auf. Jetzt muss ich die Zwiebel schneiden. Dann wird das Messer, das Schneiden ist mit dem Messer verbunden, das Messer in dir auftauchen. Es ist aber immer jetzt. Was auftaucht, ist jetzt. Darum kann man das schön überprüfen, wenn ich sage, du setzt dich hin. Jetzt redet man normal als Körper, machst die Augen zu, dass du mal die sinnliche Wahrnehmung weg ist. Und dann denkst du 30 Gegenstände. Ja. Und dann wirst du das feststellen, ich mache immer dieselben jetzt absichtlich, dann Eiffelturm. Und ich sage, und dann stellst du dir das 3-4 Sekunden vor. Die 4 Sekunden ist jetzt ein Zeitfenster, wo du 4 Sekunden, das ist aber immer jetzt. Gibt keine Zeit, keine chronologische. Dann baust du den Eiffelturm auf. Dann denkst du an einen Apfel, dann baut sich der Apfel auf. Und du wirst das nochmal, wenn du dich beobachtest, feststellen als erstes, du wartest das auf ein Wort, weil erst muss das Wort da sein, erst dann kannst du dir das Bild vorstellen. Ja. Es passiert noch was, wenn man genauer wird, Doni. Geht es noch einen Schritt weiter? Dass wenn du zum Beispiel jetzt, weil es ist, du musst dich bei jedem Wort überraschen. Nach dem dritten, vierten Wort wirst du feststellen, du musst warten, bis ein Wort in dir auftaucht, sonst kannst du dir kein Bild davon machen. Genau. Jetzt kann es sein, dass du zum Beispiel an den Herd denkst. Und jetzt kommt in der Regel eine Kette aus der Küche. Kühlschrank, Waschbecken, Schränke, Töpfe, dann rastest du ab, du bleibst in dem Chat, bis er mal so das grob durchgerastet ist und dann musst du wieder warten, bis was vollkommen Neues kommt. Ja. Wenn du aber jetzt im Schauen bist, dass du auf die VR-Brille schaust, dann wird das Bild, sind die Bilder da und es ist in der Regel, wenn wir jetzt sprechen, wenn ich jetzt Trixi sage, ist da ein Chat. Ja. Der Ordner Trixi ist in der Helene natürlich viel, viel mehr drin wie in dem Udo-Programm. Weil was weiß ich von der Trixi? Es ist also immer, wenn was auftaucht, muss man zuerst einmal wissen, was auf dem Bildschirm auftaucht. Es wird nicht aus der Datei rausgenommen. Genau. Es wird nur rausgespiegelt. Die Datei bleibt unverändert. Ja. Was sich verändert, sind die Speicher in dir. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Holger sage, taucht in dir... Das das Wort Holger und da denkst du dir ja den Holger nicht bildlich, aber der Holger ist mittlerweile ein Ordner. Mhm. Und in den Holger-Ordner ist alles, was du in Beziehung zum Holger, ob du jetzt den persönlich gesehen hast oder ob ich was über den Holger erzähle, all das fließt bei dir, ohne dass du was machen kannst, in den Holger-Ordner rein. Der Holger, den wir jetzt denken, alles, was du vom Holger weißt, ist schon mal in dir auftaucht. Ja. Du kannst natürlich jetzt was dazu konstruieren, was man oft macht bei Menschen, dass man ihnen Eigenschaften zuspricht durch Vorurteile, die man in der Regel fast überhaupt nicht kennt. Das ist mein Beispiel, wenn ich sage, wir haben einen Brief, wo Politiker irgendwas über Politik ist und jeder wird sich dieselbe Merkel aufbauen, aber jeder wird dir eine Qualität zusprechen, obwohl er die Frau gar nicht kennt, das sind konstruierte Sachen. Wir werden jetzt nur, ich spreche ja Sachen wirklich nur an. Ja. Mhm. Und jetzt ist es, wenn wir in die Welt der Bilder gehen, wenn du rumläufst, wenn du spazieren gehst, da sagst du nicht jedes Mal Baum oder Berg. Nee. So wie du bei den in dem feinstofflichen Bereich, es ist immer gespiegelt. Genau. Ich glaube, ich nehme jetzt euch einmal was vorne weg. Wenn wir uns zum Beispiel unser Wasser haben wir doch schon Memim. Ja.
Ich sage immer wieder, wir haben zwei verschiedene Nichtse. Wir haben ein absolutes Nichts und ein Nichts, das mit dem Etwas zusammenhängt. Das heißt also, wenn ein Wasserberg, bleiben wir bei unserer Badewanne, wenn ein Wasserberg auftaucht, entsteht im selben Moment ein Dall, das ja eigentlich nichts ist. Ja. Okay? Aber das eigentliche Nichts ist die Nulllinie. Sobald wir aber von der Nulllinie reden, ist die Nulllinie der Strich auf dem weißen Blatt Papier, braucht das Oben und das Unten. Mhm. Wir brauchen immer einen Hintergrund. Das heißt, alles entspringt aus dem absoluten Nichts. Und was aus dem absoluten Nichts entspringt, ist immer etwas, was du siehst und das Gegenteil davon. Beim Wasserberg ist es das Wellental. Wenn du vor dir schaust, egal was vor dir ist, fällt dir das hinter dir. Wenn du nach oben schaust, fällt dir das unten. Das ist immer das Gegenteil von dem, was du anschaust oder was du denkst. Wenn du an Krankheit denkst, fällt dir die Gesundheit. Ja. Die ist in dem Moment, wo du nur an Krankheit denkst, für dich sagst du mal nichts. Du kannst dir aber das Gespiegelte nichts bewusst machen. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal ins Wasser. Wasser ist Memim. Da haben wir schon gesagt. Mjom heißt vom Meer. Ja. Jetzt müssen wir unterscheiden, dass das Wasser, wenn man das einmal, Toni, aber da wird jetzt, ich muss ich wieder so viel reden. Ich erkläre das, wenn wir in Dings sind eventuell. Du weißt nämlich schon, wenn du das Wasser, du kannst ja vorab schon mal schauen, wenn wir das Wasser fokalisieren, Wasser ist Memim, da haben wir zuerst einmal 2M, Yom ja. als Dualendung, wir haben vom Meer, können wir ja auch lesen, ja. Okay, und dann hast du das Wasser, dieses Mim. Jetzt ist natürlich interessant, wir haben das Symbolwasser von El Hayom und wir haben Wasser als Gestalt gewordenes. M ist Gestaltwerdung, wenn wir es blau machen. Ja. Rot ist es ja das Meer. Jetzt fokalisieren wir mal das Wasser. Jetzt wird es ganz interessant. Und zwar lassen wir die Fokale draußen, das W machen wir zu einem B. Mhm. Jetzt kriegst du die göttliche Botschaft und das Fleisch. Fleisch hast du aber das Wunder der Gestaltwerdung, wie der Hebräische. Wir können das W von ihr mal wegschieben als und wir machen das auch Aleph, dann haben wir Asha. Asha hier. Sein, welches Sein ist. Das ist jetzt erst einmal, das haben wir Ahie, Asha, haben wir, das heißt, wer welcher ist der Glücksgott, dann heißt es auch Schritte und musst du dir an, musst sehr machen, wo, woher, warum, wieso, woher kommt es eigentlich, wenn man das, ich muss jetzt doch schnell einschalten, das bleibt mir jetzt nichts, ich tue mal meinen Bildschirm übertragen. Ja, bitte. Moment, da müssen wir rein. Da haben wir Arscher. Das ist erst einmal Glück. Glücksgefühl, Schritt. Jetzt pass auf, bestätigen, etwas bestätigen, damit das jetzt nur welches. Hier, wenn wir ins Grüne reingehen, wird es natürlich wesentlich interessanter. Jetzt passt doch mal auf. Welche, was, das, weil, wo, wie, welches. Welcher, wer, wie, was. Denn ist wahr, sind wahn, in Art, aus, bei, welche, was, von dem gilt das, ausgelassen, was ist wahr, was ist, was wahr, der, die, das, wenn, als, wenn, wegen, wieso, ja, von dort, es kommt von dort, aus dem Nichts, es geht wieder dorthin, von wo, woher kommt es, wem, wessen, dessen, ein Glücksgefühl, ein Schritt, das sind ja die Gedanken, wenn sind ja Schritte, wir gehen ja Gedankenschritte, wenn ich dich in Bewegung setze. Wenn ich dich in Bewegung setze, gehen wir Schritt für Schritt. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt ist selig, du merkst jetzt, das ist immer plus Dimus. Glücklich, gepriesen, darum, das, infolge, das, davon, das, weil, wegen. Du merkst, das ist also eine unheimlich individuelle Sache. Wir haben in dem Arscher, haben wir Asch, oh, sorry, bin ich drauf gekommen, haben wir das Feuer, Asch, ja. Schöpferische Logik und Schor ist die logischen Berechnungen. Du stehst da immer dazwischen. Genau. Jetzt können wir das Wasser, Asa, können wir auch mit einem E schreiben. Du wirst feststellen, das wird auch immer, du kommst nicht, das ist jetzt das hebräische Wort für 10, aber das ist doch der kleine Gott, ist doch die Nulllinie für seine Welt. Ja. Du hast doch deine eigenen Gedankenwelt. Und das heißt Reichtum. Rei ist der Spiegel, Chedi sind die Schrecken und die sind aufgespannte Gestaltwerdungen um dich herum. Ja. Weil der Diener, das kleine Lichtlicht im Zentrum von dem Reichtum. Magst du die Fantasie, wie jetzt das zusammenfällt? Genau, ja. Wir können natürlich jetzt noch einen Schritt weiter gehen.
wir können noch einen Schritt weiter gehen, dass wir jetzt hier das Fleisch, du merkst das Becher, Wasser, dass wir hier unten haben wir El Hayom und oben haben wir Inshamaim, Inshamim. Mhm. Logische Gestaltwertung des Meeres. Ja. Dort, der geöffnete Ort. Und das passiert mit den Namen. Und dann ist es das geschriebene Wort. Aber jetzt ist noch interessant, das, was wir oben haben. Das ist der Berg, das heißt HR. Das ist die wahrgenommene Berechnung. Unten ist es Tal, das schreibt sich GI, der Geist Gottes. Merkst du, was da drin steckt, wenn man tiefer geht? Ja. Hast du das jetzt nachvollziehen können? Ja. Ich habe jetzt nur die Nulllinie etwas genauer betrachtet. Ja, ja. Göttlich. Zufall? Das ist, wenn man mal das Prinzip hat, raubt dann das Atem in jeden Kleinigkeit, wo du anschaust. Ja. Ich habe jetzt gehabt mit der Speisekarte zum Beispiel. So, Leute, wenn ich erkläre dir jetzt erst einmal, dass du das, was du bist, hat keine Freiheit. Mhm. Auch der träumende Geist hat keine Freiheit, wenn man immer prinzipiell hat was Ausgedachtes keine Freiheit, egal auf welcher Ebene du dich befindest. Ja. Mhm. Der Denker bestimmt, was gedacht wird. Aber da der Denker was Ausgedachtes ist, hat er auch keine Freiheit. Keine Freiheit. Jetzt, wenn ich mir einen Denker ausdenke, ist dir aber auch schon wieder was Ausgedachtes. Jetzt darum ist dieser Doppelschritt so wichtig. Dass wenn du dich beobachtest, wir machen mal, wenn du schon die obere Ebene hast, dann wirst du zuerst einmal feststellen, was du für ein blindes Arschloch bist, weil du mit vielen Sachen nicht einverstanden bist. Dann haben wir ja schon gesagt, dann kommt die Phase, dass da einer ist, der sich den ausdenkt, der das beobachtet. Wir denken uns einen ausgedachten Beobachter, der noch werde. Mhm. Der sich einmischt, dann wirst du ein ausgedachter Beobachter, der sieht, dass sich der einmischt und der jetzt so weit ist, dass er sich nicht mehr einmischt. Das ist aber auch schon immer noch eine Handlung mit drin. Ja. Mhm. Das ist das vollkommen wertfreie Sehen. Weil wenn du jetzt beobachtest, du siehst es und du merkst, der mischt sich ein und selbst wenn du dich jetzt bewusst nicht mehr einmischt, bist du ja schon wieder einseitig. Wenn du nur noch schaust, gar nichts mehr dabei denkst, Das ist jetzt der Mittelpunkt, das ist aber langweilig. Du gehst du immer wieder runter, weil du ja was erleben willst. Ja, ja. Mhm. Der Witz ist, wenn du mal in einen Zustand kommst, wenn ich immer wieder sage, ich bin, auch wenn ich jetzt am Brösel bin, ich werde immer vergesslicher und verfahriger, merke ich, man denkt, die Worte, die rutschen, das ist mir aber ziemlich gleichgültig, weil ich mich nicht einmische, aber ja. Mir ist jeden Moment bewusst, was ist. Ich habe jetzt ein Speisekartenbeispiel. Ich sage, wenn du meinst, wo ich immer erkläre, dass du keine Freiheit hast, wenn du dich beobachtest, du wirst merken, das ist so unvollkommen. Pass auf, die Speisekarte habt ihr gehört, wir gehen jetzt mal an den Punkt, wir sagen, dann sind oft zwei Gerichte, aber da ist trotzdem ein Zünglein an der Waage, dass du dann letzten Endes das nehmen wirst, wo du am meisten Zuneigung empfindest. Ja. Das ist aber eine einseitige Aussage. Das ist eine Antwort Kategorie 1. 2, Entschuldigung. Zwei, ja. Weil wenn ich schon in dem Moment, wo ich sage, von zwei Stück, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, die anderen fallen eh weg, ich nehme dann das hier, da ist dann auch wieder Grund dabei. Es kann durchaus sein, dass ich ja total die Zuneigung habe an ein Gericht und ich nehme es trotzdem nicht. Ja. Ich sehe zum Beispiel Schweizachse und dann schaue ich nach unten, schaue meinen Bauch an und obwohl ich einen totalen Bock drauf habe, verkneife ich es mir trotzdem. Aber da gibt es wieder einen Grund dafür, wieso ich es mir verkneife. Ja. Oder ich sehe hier Filetsteak mit Mörgelrahmsoße und mein Blick wandert kommt nach rechts und ich lese 45 Euro und sage, na, das kann man vergleichen. Genau. Ja. Immer ein Grund. Ja. Merkst du, die Beispiele gehen unendlich weiter. Ja, genau. So tief. Es ist unendlich tief. Ja. Die Univordersprache geht überhaupt nichts. Das sind Narren und man muss irgendwann einmal verstanden haben, akzeptieren, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kann das verstehen, weil vergängliche Erscheinungen werden das niemals verstehen. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ich muss jetzt wirklich aufhören. Das ist auch so eine Sache. Ich kann beobachten, dass der Udo, wenn er gefragt wird, normalerweise erkläre ich kann einen Gedanken von mir nichts erklären. Aber das ist der erste große Unterschied, ich erkläre es den, der mich ausdenkt. Ja. Mhm. Genau. Von Geist zu Geist. Weil es ist halt immer, du hast immer wieder eine Sache, wenn du dich wo reinbegibst, du musst immer am Preis zahlen. Ja. Aber das ist so. Auch für jedes Abenteuer. So wie im Weltlichen, das sind die ganz einfachen Bilder, wenn du irgendwas haben willst, musst du dafür was tun, dass du es kriegst. Und das ist jetzt in der normalen
Es gilt dieser Sauwelt, das wird ja immer krasser, du wirst es immer mehr merken, das ist Klimalüge, wo sie reingestellt haben, die Sachen sind sowas vom Tisch, das würde ich gar nicht mehr interessieren, da überhaupt nicht diskutieren. Ja. Im Blindfeld nur Kategorie 2. Ich sehe immer Fragen, erwartest du ein Ja oder Nein, aber auch Antworten der Kategorie 2 sind ja einseitig. Schon jeder, der ins Himmelreich will oder jeder, der glücklich sein will, zieht sich Arschlochkarte. Als Geist entheiligst du dich damit. Wieso willst du was Bestimmtes sein oder haben, wenn dir schon alles gehört und wenn du alles bist? Das ist es. Und dann doch was ganz was anderes. Das Meer ist all seine Wellen, nicht nur eine bestimmte. Und das Meer will nicht eine bestimmte Welle haben und die anderen nicht haben. Ja. Das ist das Einzige, was du verstehen musst. Da musst du dich immer wieder runterholen, sobald du zum Diskutieren anfängst. Ich könnte so viel Geschichten, wenn die Leute da sind, die hören zu, die machen den Eindruck, dass sie was verstehen und dann ist ein kleiner Themenwechsel und die sind vollkommen weg. Und du wirst merken, die haben auch nichts verstanden, wenn sie den Eindruck machen, dass sie was verstehen, weil du nur die Masken siehst. Ja. Wenn du eine Friede ausstrahlt, du kannst eine ganz normale Rolle spielen und es ist halt immer wieder jede Erklärung, es ist ein Nichts. Diese großen Chats, wenn ich sag, das ist so die einfachsten Sätze, du hast noch nie deine Küche gesehen. Mhm. Aber das sind immer die Ordner, diese Ordnerhierarchie, wenn du hörst, oder wenn ich jetzt eine Stadt nehme, meinetwegen, wenn wir München nehmen, München ist so ein unendlich großer Ordner, ein Überordner. Dass ich jetzt unabhängig davon, wir können jetzt in irgendeine Schublade reinschauen, wir machen nochmal die Ordnerhierarchie. Ich mache dir nur ein Bild von einer Schublade und ich sage jetzt, wozu gehört die Schublade in dieser Hierarchie. Dann gehört die Schublade zuerst einmal zu einem Schrank. Ja. Das Bild. Das kann, dieses Bild, das man meinetwegen in die Besteckschublade wo rein fotografieren. Dann ist dieses Bild, wo du hast von dem Besteckkasten. Ja. Der gehört zuerst einmal in die Schublade, weil wir können jetzt nochmal die Messer, die Teelöffel nochmal feiner werden. Ja. Aber der Schrank hat ja mehrere Schubladen. Das ist eine von vielen Schubladen, die zu einem Schrank kann. Der Schrank, der wiederum ist eine Facette von irgendeinem Raum, wo noch andere Sachen drinstehen. Herd, Küche, je nachdem, wo du bist. Vielleicht ein Bett, wenn es im Schlaf, wenn der Schrank im Schlafzimmer steht. Ja. Ein Kühlschrank, wenn in der Küche steht. Also haben wir dann das Zimmer. Das Zimmer wiederum gehört zu einer Wohnung. Wenn das jetzt ein Block oder ein Mehrfamilienhaus ist, das gehört zu einem Block. Der Block gehört zu einer Straße, die Straße gehört zu einer Stadt. In den Stadtorten sind natürlich jetzt auch andere, wir reden nicht nur von Gegenständen, zu einer Stadt ist zum Beispiel auch eine historische Chronologie an Wissen. Es war nie was in der Vergangenheit, die hat eine gewisse Geschichte, was ihre Bürgermeister anbelangt. Ja. All diese Geschichten sind in den Ordner München drin. Und jetzt wirst du irgendwann einmal ein Gefühl kriegen, was unendlich viel heißt. Ja. Und stell dir nie die Vielheit vor, sondern es wird so unendlich einfach, wenn du sagst, da ist das einmal das Nichts. Dieses Nichts ist das lückenlose Kontinuum. Es gibt auch unendlich viele Wellenformationen, aber bloß ein alleinziges Meer. Es gibt eine Unmenge von spezialisierten Göttern im Hinduismus, aber bloß einen wirklichen Gott. Aber das ist der Überordner, wenn ich sage, Gott ist dasselbe wie Wetter. Ja. Es ist die Kollektion aller Kollektionen. Dadurch ist der bildlich gar nicht vorstellbar, aber es ist verstehbar. Ja. Es ist in der Physik die Energie. Genau. Sämtliche Arten von Energie und Formen annehmen kann. Und da ist jede ausgedachte Energie schon eine Form dieser Energie. Ja. Genau. Und das Geschwätz, wenn ich dann schon immer wieder immer in Sachen, wenn die esoterisch, wenn sie von Schwingungen reden, ich sage, ihr wisst doch gar nicht, erklär mir, was eine Schwingung ist. Und dann glitschst du schon wieder in die Zeit ab. Ja. Und in das Wissen anderer. Und nur nachgeplappert. Nur nachgeplappert, ja. Genau. Wenn du das bewusst machst, sage ich, solange du bewusst denkst und deine von dir jetzt aus dir selbst heraus erschaffenen oder um dich herum, wenn ich auf die 200 Gramm rote Gnede gehe, sage ich, du bist die Gnede, die ist natürlich jetzt dieses Nichts, die Energie, und du veränderst ständig deine Oberfläche. Das ist die schönste Beschreibung für einen träumenden Geist. Ja. Aber die Möglichkeiten der Formen, die du dir selbst geben kannst, hängt eben von dem Formungsprogramm. Und das ist momentan dein Schwamminhalt, dein Intellekt. Ja. Das ist das neue Bild. Genau. Und das ist niemals für Formen gedacht, sondern bloß für Geist. Ja. Also mach dir da keine Gedanken, das löst sich eh alles auf. Es wird nichts überleben, was du dir denkst, weil es sich schon auflöst, wenn du es nicht anschaust. Solange du an was festhältst, lerne das loslassen, dann hast du zwei Hände frei für was Neues. Ja. Wunderbar. Ja.
So, jetzt lassen wir es gut sein. Ich rühre euch wieder. Ja? Ich möchte noch erzählen, was du es wahrscheinlich ist. Ja, mir ist eingegeben worden, in Bezug auf mein Ego, auf meine Seiten in mir, dass das eigentlich nur um das geht, dass der Zweite Angst hat, aufgelöst zu werden, auf einen gewissen Teil, und er nicht mehr überleben kann. Und da ist mir aber bewusst worden, wirklich bewusst worden, dass ich, ja, ich hab irgendwo lachen müssen darüber, wie sich der Zweite aufregt, dass er nicht mehr sein will oder sein kann und ich ihn nicht lassen möchte. Aber ich bin mit allem einverstanden, was ist. Ich lege alles in deine Hände und damit war für mich die Freiheit da, die Freiheit des Ersten. Die eigenen, das ist rein diese Sinnlosigkeit. Und jetzt gehen wir ganz zurück, Toni. Seit fast 25 Jahren sage ich euch, du musst das einmal die Sinnlosigkeit von Angst erkennen, genau. Weil es ändert nichts an dem, was ist. Ja. Du kannst Angst haben vor deiner Auflösung, du wirst dich trotzdem auflösen. Und zwar schon, wenn ich dich, meine ich jetzt den Körper vom Toni, der ist schon weg, wenn du nicht dran denkst. Genau. Und jetzt blätter ich dann zurück, wo ist der junge Toni, der auf die Berge hochgeflogen ist förmlich? Ja, aufgelöst. Und es gibt eine Zeit, aber der jetzige Toni bloß noch ein Gedanke sein, wo du drüber schmunzelst. Ja. So wie wenn du jetzt an deine Kindheit denkst, ja. Weil du dich für ganz andere Sachen interessierst. Und da muss man ganz im Hintergrund haben, dieses Verstand, wo ich so oft tausende Male wiederhole, du kannst nicht von unten nach oben sehen, jetzt in unserer Lebensweisheitsmetapher. Ja. Wenn ich immer sage, der Sechsjährige, der in die Schule kommt und ein Geschwisterchen hat, die ist ja noch so dumm, die macht ja noch in die Windeln. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Du kommst dir immer unendlich gescheit vor und dann kommt ab den Jugendlichen, wenn man das Pubertierchen wird, dann ist man in dem Wahn, dass man meint, die Alten haben keine Ahnung mehr. Was übrigens auch zwei Seiten hat. Auf der anderen Seite ist es für einen Jugendlichen, der noch keine Lebenserfahrung hat, dumm. Und auf der anderen Seite muss man ja ausgleichen, was du feststellst, dass normale alte Trockennasenaffen wirklich senilbern. Und ich sage immer, die Masse. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Die Medim, die Toten des Meeres, lasst die Toten ihre Toten begraben. Die haben geistig mit 20 Jahren zu wachsen aufgehört. Ja. Du warst, ich bin im Blindfeld-Vortrag 1, ersten Blindfeld-Vortrag darauf eingegangen, dass du feststellen wirst, dass also hier ein normaler 50-, 60-Jähriger im Prinzip immer noch dieselben Wünsche hat wie ein 20-Jähriger. Der geht dem Geld noch nach, er geht jeden Weiberarsch nach, weil er nicht mit Anstand alt wird. Das ist eine Phase, wo das wunderschön ist, aber du musst aus jeder Phase, aus jeder Welt der Interessen herauswachsen. Du wirst auch herauswachsen, einen Scheißdreck aufzufächern. Ja. Weil wenn ich weiß, wie was funktioniert, du denkst ja, wenn du Auto fährst, du weißt, wie der Motor funktioniert, aber du denkst doch nicht laufend dran, wie der Motor funktioniert. Das wird uninteressant. Wenn du am Computer sitzt, benutzt du den Computer. Ja. Ich muss nochmal ein altes Beispiel rausholen. Ich sage, um mit einem Automobil mitzufahren, musst du nicht einmal fahren können. Du brauchst einen Fahrer und ein Auto und du musst dich reinsetzen trauen. In einen Bus zum Beispiel, in ein Auto. Du kannst mitfahren, ohne dass du fahren kannst. Ja. Mhm. Wenn du natürlich selber fahren willst, hast du andere Freiheiten, dann musst du Auto fahren lernen. Ja. Du musst natürlich auch einen Führerscheinprüfungsbogen in der Deliz erst einmal durchschauen. Mhm. Okay? Und jetzt wird es interessant, wenn du dann Auto fahren kannst selber, ist es deutlich mehr Freiheit, wie wenn du bloß mitfährst. Bist du auf andere angewiesen. Mhm. Musst dazu nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Genau. Du wirst aber feststellen, dass es trotzdem nochmal ein bisschen irgendwie mehr Sicherheit ist, wenn ich auch weiß, was da unter der Motorhaube passiert und warum das funktioniert, wenn er mal stehen bleibt. Mhm. Das ist so ungefähr, das ist einfacher, kann ich es in eurer Logik nicht ausdrücken. Genau. Ja. Es ist so viel Arroganz in den normalen Menschen, der Welt, da ist kein Hauch mehr von Demut in ihrer Besserwisserei. Ich rede jetzt nicht von intellektuellem Wissen. Du wirst nämlich feststellen, so dümmer welche sind, von den Figuren, also vom Programm, von den Kisten, wo wir uns jetzt ganz primitives, geistlos nachgeplappertes, fanatisches Wissen hineindenken, dass die sich am gescheitersten bekommen. Ja, der Dunning-Kruger-Effekt.
Ich habe den schon mal angesprochen. Ja, ja. Und dass umso weniger einer Detailwissen hat, umso mehr glaubt er wüsste und das, was er glaubt, ist richtig. Und jetzt passiert was, wenn wir das jetzt den Bereich aufzoomen, was du feststellst, auch ein Professor Lesch leidet an einem Dunning-Kruger-Effekt, weil er arbeitet ja nur mit dem Wissen, was man ihm in der Universität eingetrichtert hat. Obwohl das so leicht ersichtlich ist, dass da 99% können nicht einmal überprüfen, wenn er wollte. Ja. Es erfordert blind Glauben. Es ist einfach eine programmierte Maschine. Der Mensch ist ein Mechanimus, der läuft nach Programm absolut unfrei, wie ein Zug auf seinen Schienen rumfährt. Ja, ja, ja. Mhm. Der Einzige, der da raus kann, das ist der, der sich's ausdenkt. Der ist ja schon außen, das ist das Problem. Er denkt sich ja in seine Welt als Figur hinein. Mhm. Es existiert weder die Welt noch der Raum. Das Einzige, was existiert, ist ein Traum, ein T-Raum, ein gespiegelter Raum. TR ist eine Reihe. Dann kommt AUM. Dieses AUM übrigens ist im Hebräischen die Langform von Om. Ja. Um in Sanskrit reinzuspringen. Und die, was wie oft ich gesagt habe, das Sanskrit erspare ich dir, da arbeiten wir mit 49 Zeichen. Wenn du schon Probleme hast, 22 Zeichen dir zu melden oft. Ja. Mhm. Was nicht heißt, dass du blöd bist, du bist bloß noch nicht reif. Wenn du Geist bist, ich sage, lass es. Solange du tief in dich reinschauen, und da sind so viele Rechthaber, die sich aufblasen mit ihrer Lebensgeschichte, ich will jetzt keine Namen nennen. Da habe ich zu einigen schon gesagt, du bläst dich auf ohne Ende. Und ich sage dir jetzt, als der, der ich bin, dein Leben, Wissen kennen nur zwei. Du weißt, was wirklich war, du weißt es und ich. Dann schaust du, wie du dich groß machst gegenüber anderen, wie du aufsprichst, wie doll du bist und was du alles gemacht hast. Und es ist alles Lüge, wie erbärmlich ist noch dieses Ego. Yeah. Das sind die größten Rechthaber. Und die leiden am meisten. Die Geister, die mit dem Programm arbeiten. Und die haben zuerst einmal das zu durchschauen, bevor sie sich mit tieferen Sachen, mit wirklich geistigen Sachen beschäftigen. Mm-hmm. Yeah. So, ihr zwei. Danke. Das war das Wort zum Montag. Danke. Kurz zusammengefasst. Mich amüsiert das, was der zweite immer wieder aufwirft. Und obwohl ich weiß, er kämpft nur um das Überleben des Zweiten, weißt? Und das unmögliche ist. Mich Angst nicht. Ist sinnlos. Morgen wird nichts passieren, Doni. Ja. Und Ärger ist noch sinnloser, weil Ärger ändert nichts an dem, was ist. Und Sympathie oder diese falsch übersetzte Empathie, immer dran denken, es heißt mein Leid, nicht Mitgefühl. Genau. Falsch übersetzt, falsch stirbt, blabbert ja noch alles noch, was die Lehrer sagen, wieder ihren Lehrern nachblabbern. Natürlich. Ist sinnlos, mit jemandem mitzuleiden, der in den Traum auftaucht, genau. Weil dem geht es ja deswegen nicht besser. Okay? Ja. Du vermehrst dementsprechend Leid in deiner Traumwelt. Du machst nochmal eigenes Leid dazu. Ja. Wenn du jetzt aber wirklich im tiefsten Innern verstanden hast, dass ein Gedanke von dir nicht leiden kann, da kann ich tausende Mal sagen, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn, den du dir denkst als Ding an sich, der hat keine Schmerzen. Ja. Wenn du Kreuzschmerzen hast, das Kreuz hat auch keine Schmerzen. Und wenn du Kopfschmerzen hast, der ausgedachte Kopf hat auch keine Schmerzen. Und wenn jetzt die Helene krank wird, wenn du der Doni bist, die hat keine Schmerzen. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du die dann fragst, hast du Schmerzen, weil die sagen, selbstverständlich habe ich Schmerzen. Weil du kriegst ja nur Bestätigung für das, was du anhand dieser Figur in deinem Traum, jetzt schauen wir uns einen Zeichentrickfilm an und der kriegt dann 4 Stufen der Vergessenheit. Ja. Das sind lauter die kleinen Beispiele. Die sind übrigens alle 100%ig sicher und sofort überprüfbar. Ja. Holofeeling ist das einzige Glaubenssystem, wo du nichts glauben musst, was du nicht mit einem Minimalintellekt überprüfen kannst. Darum sage ich, ich bin der Erste, das kann jeder 13-Jährige überprüfen. Schon wenn einer darüber diskutieren will und ja aber sagt, streich ihn weg, drehe ihn um und lass ihn in dich reinfallen. Das ist, wenn es den geben sollte, wenn du ihn nicht denkst, dass das als Programm, wird es ja auch von dir durchlebt. Ja. Du hängst dich immer wieder mit dem, was du verstanden hast, wieder in dir selber auf, wie eine Maschine sich aufhängt und immer wieder wiederholt, weil sie, das ist so diese Headbanger bei unseren Smileys mit dem Brett. Ja. Du weißt doch immer, was der Udo immer sagt. Was ist ein Snob? Könnt ihr euch noch erinnern, was ist ein Snob? Snob, nein. Ein Besserwisser, ein Arroganter, bei dem muss das Brett vom Kopf aus Diekholz sein. Ja. Das ist das Smiley, das immer puff, 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 ja, puff macht. Ja, ja. Ich weiß ja. Super. Okay, ihr zwei, jetzt lassen wir uns aber wirklich gut sein. Wir lieben dich, Mensch. Wir lieben euch bitte. Lasst mich aber ausruhen. Ja. Euch. Ciao. Ja, Marion. Sowieso, ciao. Ja, Baba.